Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen saftigen Kirschkuchen mit Joghurt und Schokostreuseln drin. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen über ein Like, über einen Kommentar oder über ein Abo. Wir benötigen folgende Zutaten: 250 Gramm Mehl, ein halbes Tütchen Backpulver, ein Tütchen Zitronenabrieb, zwei Eier, 50 ml geschmacksneutrales Öl, 125 Gramm Naturjoghurt, 150 Gramm Zucker, natürlich Kirschen, da habe ich ein Glas Schattenmorellen genommen und 100 Gramm Schokostreusel. Gebacken wird das Ganze bei 175 Grad Ober-Unterhitze für ca. 30 Minuten auf der mittleren Schiene. Ich nehme wieder meine 24x24 viereckige Backform. Das entspricht einer runden Springform mit einem Durchmesser von 26 cm. Ich schreibe euch natürlich wie immer alle Zutaten und die Backzeit und die Temperatur unter das Video, damit ihr es dort in Ruhe nachlesen könnt. Zuerst geben wir die Eier und den Zucker. Das Öl in die Rührschüssel und rühren das ordentlich unter. Eier, Zucker und Öl sind jetzt gut miteinander verrührt. Jetzt gebe ich den Naturjoghurt dazu. Das verrühren wir jetzt nochmal. Und jetzt habe ich das Mehl mit dem Backpulver schon vermischt, gebe die Zitronenschale auch noch hinzu, mische das auch noch kurz unter und das geben wir jetzt esslöffelweise dazu. Wenn der Teig zu fest ist, dann wie immer einfach ein kleines bisschen Milch noch dazugeben. Das mache ich jetzt. Das kommt halt immer darauf an, wie groß die Eier sind, ob man später noch etwas Milch benötigt oder nicht. So, und dann ist der Teig auch schon fertig. Ich rühre jetzt mit einem Spachtel die Hälfte der Kirschen unter. Und dann fülle ich das Ganze in die Backform. Da habe ich schon ein Backpapier drunter gelegt, damit der Kuchen sich gleich gut lösen lässt aus der Form. Die Schokostreusel habe ich auch mit dem Spachtel eben noch untergezogen und jetzt fülle ich den Teig in die Form. Schön glatt streichen. Die restlichen Kirschen gebe ich jetzt so noch drauf. Und da
dann kommt der Kuchen in das Backrohr. Der Kuchen ist jetzt vollständig ausgekühlt. Ich habe ihn noch mit ein bisschen Kuvertüre verziert. Ihr könnt auch ein bisschen Puderzucker drüber streuen oder ihn so lassen, ganz wie ihr möchtet. Und so haben wir jetzt einen schönen lockeren Rührteig mit Schokostückchen und Kirschen drin. Und der war wirklich schnell gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.